Hinaus, die sind wieder Strong und Flex und Strong Flex TV. Und heute zeigen wir euch, ja, schwer zu beschreiben, ein kleines Movement-Spielchen, mit dem man perfekt den Rücken aufwärmen kann, mit dem man eine Brücke, einen Handstand vorbereiten kann und allgemein so als Einstieg in die Human Locomotion benutzen kann. So, woher haben wir das? Ich finde es immer wichtig, dass man das sagt. Das habe ich gelernt letztes Wochenende beim Free Arts of Movement, bei der Free Arts of Movement Convention. Wirklich geile Veranstaltung, hat echt Spaß gemacht. Und der Neil, ja, Neil, nicht Nils, der Neil Theisner hat unter anderem den Workshop gegeben Finding Flow. Cooler Typ. Sehr guter Mover und ist auch positiv aufgefallen durch eine klare Struktur in seinen Workshops, in einem sehr, sehr guten Approach. Hat offensichtlich auch einen sehr, sehr guten Lehrer gehabt. Und den verlinken wir im Beschreibungsfeld. Der gute Mann kommt aus München und den kann man auf jeden Fall empfehlen. Der ist also auch da als Personal Trainer unterwegs. Wie gesagt, gibt Workshops, alles weitere im Beschreibungsfeld. Und jetzt zeigen wir mal diesen ganz kleinen Ausschnitt aus seinem Finding Flow Workshop. So, also wie gesagt, das ist ein kleiner Teil, kleiner Ausschnitt des Warm-Ups. Wird im Duett gemacht, im Team. Und mein guter Partner hier, der Strong, der geht jetzt mal erstmal hübsch in die Demutshaltung. Auf die Knie und der Stirn zum Boden. Stützt sich vorne ein bisschen ab. Im Yoga wird das Yoga Mudra heißen. Und ich mache ein paar easy Bridge Walks über seinen Pelz drüber. Und zwar, ne, setze ich dafür einfach hier meine linke Hand auf, hole mit dem rechten Bein ein bisschen Schwung, hopp, über den Rücken drüber. Jetzt kriegen wir beide eine Massage für arme Leute. Ja, kostet nichts. Setze die rechte Hand wieder auf, lass die linke Hand folgen und hole mein Bein hinterher. Und jetzt gehe ich zack, gleich wieder zurück. Das Ganze macht man also dynamisch und mit mehreren Wiederholungen. Und das Ganze ist einfach wunderbar einfach, nicht schwierig. Ja? Und ich werde aber super vorbereitet für weitere Movements. Wenn ich ein bisschen weitergehen möchte, kann ich jetzt hier, wenn ich in der Mitte bin, mal einmal kurz in die Brückeposition gehen. Der gute Strong, genau, kann mich ein bisschen hochdrücken. Und ich gehe entsprechend wieder zurück, kurz in die Brücke, ja, und wieder zurück. So, Schritt 1. Schritt 2, bitte einmal um 90 Grad drehen. Jetzt bereiten wir so ein bisschen Dinger vor, wie Rolle, Purzelbaum, Kopfstand, Handstand, sowas in die Richtung. Ich muss euch einmal kurz meinen Hintern zeigen. Und setze jetzt hier meine beiden Hände nahe des Körpers auf. Das gleiche mache ich mit meinem Kopf. Gehe jetzt mit meinem Nacken schön an den Körper dran. Benutze ein Schwungbein. Hopp! Und zack, bin ich drüben auf der anderen Seite. Beim Rückweg muss ich ein bisschen mutiger sein. Ein bisschen mehr Schwung mitnehmen. Hopp! Und wieder mit einem Bein nach dem anderen zurück. Noch einmal. Kopf aufsetzen, nah ran. Und hopp! Ein Bein nach dem anderen. Und das gleiche wieder. Hopp! Zurück. So, okay, und jetzt kann man da draus noch eine kleine Partner-Locomotion machen. Und zwar, wenn du kommst noch ein kleines bisschen näher, wechseln wir uns jetzt einfach immer ab. Die Idee ist, dass man in Kontakt bleibt, da muss man sich ein bisschen einspielen. Das heißt, wenn der eine den Move gemacht hat, verliert man nicht den Kontakt zum Partner und der andere zieht den Move gleich hinterher. Also, ich fange an mit meinem kleinen Kopfstand-Handstand-Ding hier. Hopp. Und jetzt bleibt er in Kontakt. Ich gehe in die Demutshaltung und er macht den Bridgewalk über mich drüber. Ich bleibe in Kontakt, mache direkt wieder mein Handstand-Move, gehe wieder runter und er macht den Bridgewalk. And so on. Kommen wir mal hier ins Bild. War jetzt neu für dich. Du konntest ja leider beim Workshop nicht dabei sein. Hab's dir vorhin erst geschwind gezeigt. Aber trotzdem, sau cool. Muss ein bisschen open-minded dafür sein. Ist aber echt
ja, extrem spaßig, extrem leicht. Also man kann sich da wirklich langsam rantasten, man hat einen Partner. Und was ich extrem wichtig finde, ist dieses Kontaktsuchen auch mal, auch Berührungen erfahren, mit Druck umgehen, mit Entlastung umgehen können. Ich denke, das ist was ganz, ganz wichtig, was dem Menschen heutzutage so ein bisschen verloren geht, dass wir uns nicht mehr, also jetzt nur nicht mal in sexueller Hinsicht Kontakt suchen, sondern dass wir einfach gewöhnt daran sind, dass jemand in meiner Aura ist, in meiner Bubble ist und dass wir mit sowas, ja, dass wir sowas eigentlich brauchen. Ja, wir haben das absolut verloren und das ist also auch, gerade unsere Kultur ist relativ plastik, ne, in der als Beispiel in der Türkei, ne, da geht so zwei Männer Arm in Arm, ne, und erzählen sich was oder so, ja, und deswegen sind sie nicht direkt homosexuell, was ja nicht schlimm ist, wir haben mal abgesehen davon. Aber es ist irgendwo, ich gerade auch Männer finde ich, haben von Mann zu Mann manchmal Berührungsängste und das ist extrem wichtig. Ja? Wir Menschen müssen berührt werden, wir müssen angefasst werden. Und das ist halt super organisch, diese Übung, weil natürlich das Ganze nicht so sehr planbar für mich ist. Kommt immer so ein bisschen drauf an, wie bewegt sich der Partner. Und so kriegen wir wieder diese schönen, unterschiedlichen Lasten und es ist sensationell für den Rücken. In diesem Sinne, bitte ein fettes Däumchen nach oben für das Video und für den Neil Teisner, der uns das gezeigt hat. Ja, was kann man noch machen? Abonnieren, falls du nicht getan hast. Hier unten gibt es Facebook oder Instagram. Im Beschreibungsfeld alle Links, die zum Neil führen. Und hier geht's zu zwei unserer letzten Videos. Wir sind wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.